Herzlich willkommen, liebe Mira. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wirklich. Und du hast ja einen besonderen Weg, weil du lebst ja aktuell in einer Patchwork-Familie und lebst auch deine Berufung, hast ja auch selbst einen Kongress gemacht. Und da würde mich als erstes einfach interessieren, wie kam es überhaupt dazu und wie lebst du das? Weil dein Kongress, es ging ja um das Thema Glück. Wie kamst du auch zu diesem Glück? Ja, also ich fange mal mit dem Kongress an. Also das Thema Glück ist einfach etwas, was mich immer schon, ja, nicht nur fasziniert hat, sondern einfach was so für mich die Essenz des Lebens eigentlich ist, ja, weil also alle, nicht nur alle Menschen, sondern kann ja sagen, alle Wesen wollen glücklich sein, ne? Wollen glücklich sein und wollen für sich selber und idealerweise dann auch für andere auch Leid vermeiden, ne? Und damit beschäftige ich mich einfach schon sehr, sehr lange und erforsche das richtig. Also für mich selber, aber auch für andere und in Interaktion mit anderen. Und mir war das Thema, das ist so richtig mein Herzensthema. Und ich habe ja eine Praxis auch für Psychotherapie in Karlsruhe. Und letztendlich ist es so, dass alles, was ich tue, also ich habe viel mit Kindern zu tun, die Schulschwierigkeiten haben, mit Hochsensiblen, aber letztendlich die Essenz ist immer das Glück. Und daraus ist dann die Idee oder eigentlich diese Vision entstanden, diesen Glücksmenschen-Kongress zu machen und das Glück auch ja, mit anderen Experten eben zu erforschen und in verschiedenen Facetten zu erforschen. Also einerseits so dieses Äußere, wie können wir glücklich sein in unserem Leben äußerlich, aber was machen unsere Gedanken und Gefühle mit uns, was ist so dieses innere Glück und dann aber auch, was sind wir so, sagen wir mal, in der Essenz, dieses Spirituelle. In der Essenz sind wir ja Glück an sich, kann man sagen, ja. Also jetzt ganz runtergebrochen. Und das war einfach wunderschön, das zu erforschen, nochmal mit anderen Experten zusammen. Also es hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Ja. Mir kam gerade auch ein Wunder des Glücks. Ja. Ja. Ja, und es ist auch, wo du das gerade schon angesprochen hast, das ist auch so irgendwie immer mein Bestreben. Also man kann einerseits sagen, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch, aber das trifft es gar nicht ganz, sondern mir ist auch im Umgang mit anderen, also ein guter Umgang ist mir einfach wichtig. Ja? Und du hast ja eben gerade gesagt, ich habe eine Patchwork-Familie mittlerweile. Also ich war auch alleinerziehend längere Zeit und auch in dieser Patchwork-Situation ist es also ganz essentiell, dass irgendwie jeder schaut, dass alle glücklich sind, ja. Und das ist natürlich nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel die Mutter meines Patchwork-Sohns, ich kann sie ja nicht zu ihrem Glück zwingen, aber ich kann gucken, dass meine Einstellung so ist, dass ich sie wirklich immer liebevoll dabei habe. Und wenn sie nicht dabei ist, physisch, dass ich sie immer liebevoll mit einschließe. Genauso wie mein Ex-Mann und genauso wie eben ja alle, die damit zusammenhängen. Ne? Und ja, das wirkt sich unglaublich positiv auf alle aus. Vor allem natürlich auf die Kinder. Ne? So. Ja, und auch auf dich selbst, dass du dann auch eine Zufriedenheit oder eine Gelassenheit zur Situation findest. Ja, ja. Weil das sind ja auch Trennung und Schmerzprozesse erstens ja. Und dann später kann man auch vielleicht die Geschenke um Wunder sehen. Ja, das stimmt. Und letztendlich ist es ja auch so, dass durch dieses, nicht nur dieses Streben nach Glück, sondern auch durch dieses dem anderen, also jedem das Beste wünschen, dadurch gehen die Schmerzen ja nicht unbedingt weg.
Dadurch werden sie uns manchmal sogar bewusster, weil wir sie klarer fühlen können. Ja? Und es ist ja immer eine Trennung. Also in einer Patchwork-Familie, so gut sie auch funktioniert, und das tut sie bei uns schon, ist es trotzdem so, dass da Trennungsschmerz da ist. Und eigentlich schwingt es die ganze Zeit mit. Also meine Kinder vermissen ihren Papa und sind gleichzeitig aber total froh und glücklich. Und dieser Schmerz darf da sein. Ja? Und man kann auch die Liebe hinter dem Schmerz spüren. Ja? Und indem ich glaube, je ehrlicher wir mit uns selber sind, was so unsere Gefühle und Bedürfnisse angeht, umso klarer sind sie und umso schnörkelloser, kann man sagen, ja. Und umso besser kann man damit eigentlich auch umgehen. Ne? Mhm. Ja, was mir auch gerade kam, ist so die Einstellung, dass es auch total auch eine Einstellungssache ist, die sich ja auch verändern kann. Also ich habe mich jetzt gerade auch gefragt, vielleicht wie man das eben so gar nicht mehr so als Trennung erlebt, sondern als Grundgesetz des Lebens, weil es gibt ja so viele Situationen, also selbst wenn jetzt alles, wie man das so kennen, jetzt nicht Patchwork wäre, kann man ja trotzdem in Beziehung sein mit anderen und man erlebt eine Trennung. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, zu diesem Glück zu kommen. Da würde es mich jetzt auch noch interessieren, ja, wie kann wirklich gelingen, wie man jetzt vielleicht viele so Trennungsschmerzen erlebt hat in der Vergangenheit, dass man wirklich auch wieder dieses Vertrauen und diesen Mut findet, dass man auch ein Glückskind sein kann. Also erstmal ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, also meiner Erfahrung nach, ist wirklich Dankbarkeit. Also, und zwar dankbar dem Vater meiner Kinder gegenüber sein, also Dankbarkeit dem Ex-Mann zum Beispiel oder dem Ex-Partner gegenüber, Dankbarkeit empfinden, genauso wie noch einen Schritt vorausgehend ja auch diese Dankbarkeit wichtig ist den eigenen Eltern gegenüber. Also egal, was wir erlebt haben, es ist unglaublich befreiend, diese Dankbarkeit zu kultivieren. Dankbar zu sein für das, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und das, was jetzt da ist, ist der Rohstoff für alles Weitere, was kommt. Und das haben wir selber in der Hand. Also das macht uns frei und das macht uns ja selbst verantwortlich. Ja? Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, weil die Antwort dann in uns liegt, Selbstverantwortung. Mhm. Ja? Und so ist es nach einer Trennung auch oder auch schon im Trennungsprozess. Natürlich die Schmerzen anerkennen und auch die Dinge, die dazu geführt haben, dass man sich trennt, das nicht komplett zu vergessen oder zu verdrängen. Ja? Man darf sich dessen schon bewusst sein. Das fördert auch unglaublich die Klarheit, auch den eigenen Kindern gegenüber. Auch wenn die Trennung schon länger her ist, trotzdem sich zu bewahren, warum wir uns getrennt haben. Und das ist dann irgendwann, kann das ganz schmerzfrei sein. Einfach zu wissen, warum das war. Ganz, ganz wie einfach eine Erinnerung, die da ist. Weil es zu einer heilsamen Klarheit den Kindern gegenüber führt. Denn sonst kommt man immer wieder in so eine Rückschleife und in eine Verwirrung und in irgendeinen verwirrten Schmerz und die Kinder leiden dann darunter. Und indem man selber klar ist, kann man sagen, es ist jetzt so und wir haben uns bewusst dafür entschieden. Oder ich habe mich dafür entschieden, je nachdem, ja. Oder euer Papa hat sich dafür entschieden oder die Mama, also egal wie, aber es ist jetzt so und es ist okay so. Es muss nicht super gut sein, aber es ist okay und wir gehen von hier aus weiter. Also diese Dankbarkeit und also diese Klarheit und diese Dankbarkeit, das sind für mich wirklich die Schlüssel. Und dann auch die Dankbarkeit sich selber gegenüber, dass
ich zum Beispiel diesen Schritt gewagt habe oder dass ich es schaffe, wenn der Partner mich verlassen hat, dass ich jetzt hier bin und einfach sein darf. Also es gibt ja dieses alte hawaiianische Ritual. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wo man sagt, es tut mir leid. Diese vier Schritte, kennst du die? Ja, aber du darfst sie gerne noch mal sagen jetzt. Und das ist so schön, weil also einerseits, es wird oft gesagt, man macht das eben mit dem anderen, also derjenige, der gerade, mit dem man gerade Schwierigkeiten hat zum Beispiel. Ne? Also zu sagen, es tut mir leid, bitte verzeih, ich liebe dich und danke. Und das Gleiche kann man ja auch mit sich selber machen. Also es tut mir leid, weil es tut ja weh und es ist leid. So vieles im Leben ist Leid. Und es tut mir leid. Und bitte verzeih. Also weil irgendetwas in mir selber ist nicht stimmig gewesen, ist nicht rund gewesen, ist nicht perfekt gewesen. Ja? Zumindest für uns, oft für unseren eigenen Anspruch. Und das auch anzuerkennen. Ja? Bitte verzeih. Und ich liebe dich, also ich liebe mich. Und ich bin dankbar mir gegenüber, dass ich jetzt gerade da bin, wo ich bin. Und das ist, also Dankbarkeit ist für mich ein unglaublich machtvolles Werkzeug. Und dann auch zum Beispiel dem Ex-Partner des neuen Mannes oder der neuen Frau gegenüber. Also in dem Fall jetzt der Mutter meines, ich sag mal Bonus, meines Bonuskindes, ja. Diese Dankbarkeit. So schön, so, Bonuskind, das ist so schön, Herr Fortfahr, wow. Also ja, das ist eigentlich kann man den ganzen Tag dankbar sein. Das ist wirklich, ja. Und es macht ja auch was mit unserem Gehirn, das ist ja auch so interessant. Ne? Also Dankbarkeit verändert so viel im Gehirn. Diese ganzen Gehirnstrukturen, die ganzen synaptischen Verschaltungen, das ist wie Öl. Also dass wir uns so auch quasi das Glück eigentlich nur mit dieser Dankbarkeit immer wieder vor Augen führen können. Also selbst wenn es schwierige Momente gibt, selbst wenn es eben anscheinend nicht so ist, wie man es vielleicht gelernt hat oder sich das wünscht, dass man das, die Dankbarkeit dahinter sieht und auch verzeihen lernt. Und das war toll, total inspirierend. Ich habe das schon gekannt, aber ich hatte das nicht mehr im Bewusstsein, dass man das auch für sich selbst ja quasi so einfach machen kann, was ja total logisch ist. Ja, cool. Ja, und das ist, und dann ist eben, also was, weil es geht ja auch um Berufung, ne? Und das ist eben für mich schon Teil der Berufung, wie du auch am Anfang gesagt hast. Ne? Weil, also ich glaube, gerade als Frau ist es nochmal anders als Mann. Also als Frau, und gerade unser Gehirn funktioniert ja auch schon anders. Ne? Männer sind eher so, ja, das ist Männliche. Und Frauen haben ja alles immer im Blick und sind so ganz weit und so. Und für uns ist halt auch Berufung, ist nichts Ausschließendes. Ne? Also ich kann meine Familie, die Liebe zu meiner Familie, zu meinen Kindern, kann ich nicht ausschließen aus der Berufung. Das funktioniert einfach nicht. Und das, ich glaube, da pressen wir uns oft in irgendeine schmale Schiene rein oder versuchen da jetzt zum Beispiel im Online-Bereich, ne, ganz erfolgreich in diesem Bereich. Ja, aber ich bin genauso erfolgreich, wenn ich dann ein Interview absage, weil mein Sohn 40 Fieber hat und ich mich halt einfach nur um ihn kümmere. Das ist genauso Erfolg und das ist auch Berufung. Ja, genau. Ja, genau. Wow, das ist so toll, dass du das aussprichst. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und also da ist mir auch vorhin, habe ich gerade gedacht, jetzt vor unserem Interview, habe ich gedacht, ja, und das ist auch, also ich war ja auch lange alleinerziehend und generell als Mutter, ob alleinerziehend oder nicht, aber generell ist es so wichtig, dass wir uns selber eine Stimme geben. Also, dass wir Frauen auch miteinander ja, uns anerkennen und wirklich Schwestern sind. Ja? Und dass wir uns anerkennen und auch sagen, es ist alles in Ordnung, was du tust. Weil was ist denn das für ein großartiges Geschenk, was wir der Welt geben, wenn wir
Kinder in die Welt bringen, ja, wenn wir uns zur Verfügung stellen mit unserem Frausein, ja, wenn wir das auch integrieren in unser Leben und dass wir da uns gegenseitig Mut machen und sagen, ja, das ist Teil unserer Berufung. Wir sind doch Frau, das dürfen wir. Und wir dürfen dann auch für unsere Kinder da sein und wir dürfen dann auch mal wenig Geld haben und wir dürfen auch mal, wenn alles hart auf hart kommt, ja, dann gehen wir halt und beantragen Hartz IV. Das darf sein, weil unsere Kinder sind Teil der Berufung und die Kinder sind ein Geschenk für die Welt und ein Geschenk für die Gesellschaft. Und wir sind da so oft so durch diese gesellschaftlichen Ansichten und Strukturen sind wir oft so, werden wir so in eine Schiene gepresst und das zerreißt uns ja alle, wenn wir ehrlich sind. Ja, wir wollen natürlich was der Welt geben und Geld verdienen und erfolgreich sein und Anerkennung und Austausch haben, aber wir wollen auch für unsere Kinder da sein dürfen. Ja, und auch eben ohne Druck, weil eben Druck ist ja wie das, was ja dich dann von Glück und von der Fülle abhält, weil du dann eben gar nicht mehr klar denken kannst und das aus der Mitte machen kannst. Wow. Und das ist genau das, was du sagst, weil es ist ja, also wenn wir diesen Druck haben und diesen verzweifelten Überlebenskampf, was ja viele von uns haben, ne? Diese finanziellen Sorgen immer, wie kommen wir über die Runden, wie kann ich meinen Kindern eine gute Zukunft ermöglichen? Und sofort sind wir vom Gehirn her in dem Stammhirn sozusagen, in dem Überlebensmodus. Und wie das überträgt sich sofort auf die Kinder. Ja? Und da dieses, ja, also den Kindern auch zu sagen, also unsere Liebe ist das Wichtigste. Alles andere kommt und geht, aber unsere Liebe bleibt. Ja? Und ob du jetzt mal irgendwie viel zu Weihnachten kriegst oder wenig und ob wir mal irgendwie, keine Ahnung, in Urlaub fahren oder nicht, das ist doch das Wichtige. Ein Plädoyer für die Frau, für die Mamas. Ja. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, weil gerade in der heutigen Zeit eben kann man sich auch total verlieren. Und ich glaube eben, das ist so wichtig, dass man das immer wieder prüft. Ja, wie viel möchte ich jetzt für meine Kinder da sein oder auch für andere Kinder? Weil das gibt es auch, dass man auch gerne auch einfach für andere Kinder da ist, eben so Bonuskinder, ob als Tante oder als Schwester oder was auch immer. Ja. Ja, und dafür braucht es ja auch einfach diesen Mut, dann sich die Zeit zu nehmen für diese Kinder der Erde und auch Inspiration zu sein, Vorbild zu sein für die echten Werte. Also das fände ich jetzt auch noch ganz cool, wenn wir wirklich uns nochmals besinnen, was sind wirklich für dich die Werte, die wirklich wichtig sind, die uns einerseits ein Glück helfen, aber andererseits auch auf unserem Seelenweg. Also das ist ja schlussendlich die Berufung, ob jetzt nur als Mama, als eben auch berufstätige Mama. Eben eigentlich ist man ja immer berufstätig, wenn man Mama noch ist. Also da hat man ja mehr als jeden Ort sonst zu tun. Da kannst du ja nicht einfach sagen, so jetzt ist fertig, sondern es geht immer weiter. Also für mich ich mag dieses Wort Demut so. Mhm. Ja, weil es also das, was wir im Leben brauchen, ist Mut. Aber es ist eben nicht nur ein nach außen gerichteter Mut, sondern auch ein nach innen gerichteter Mut. Mhm. Also immer wieder zu gucken, wo sind gerade die Blockaden, wo sind die Hindernisse, wo sind meine Ängste und wo geht es gerade hin? Also dieses sanftmütige Sanftmut, ja, mit sich selber sanftmütig zu sein. Und das ist dann nicht was Schwaches, sondern es hat mit ganz, ganz viel innerer Stärke zu tun, aber eben mit was Sanftem. Und das kann man halt auch gut den Kindern dann vermitteln und übertragen.
Und dieses Sanftmütige oder diese Demut, die ist auch ganz wach. Ja? Das ist nicht, wir verschließen uns nicht vor etwas, wir schieben nicht irgendwelche Themen weg, sondern das Leben ist, das mag ich, das ist was, was ich an der Anthroposophie so mag, diesen Begriff Schulungsweg. Das Leben ist ein Schulungsweg. Und die Kinder gehen auch mal in die Schule. Aber letztendlich lernen wir gemeinsam als Team, lernen wir, indem wir gemeinsam durchs Leben gehen. Und ja, und dann ist irgendwie, dann kann man mit wachen, frischen Augen durch die Welt gehen und sich Schritt für Schritt einfach weiter entfalten. Gemeinsam. Ne? Das ist so, ja, das ist das, was ich, also das gepaart mit Dankbarkeit und mit diesem Gespür für Glück, das ist eigentlich das, was ich versuche, meinen Kindern zu vermitteln, und das ist auch das, was ich zum Beispiel in der Praxis oder in den Coachings versuche, dieses Gespür dafür zu geben. Und dann braucht es gar nicht so viel. Ich glaube, wir sind so in der Gesellschaft so drauf trainiert, dass alles so viel sein muss, so groß, so laut. Und das ist gar nicht, ja. Sondern, also, das Leben an sich ist genug. Ja. Ja. Und das ist dann schön, wenn dann von den Kindern auch diese Rückmeldung kommt. Ja? Wenn ein Kind ein Gespür für Glück hat und ein Gespür für sich selber, für diese innere Stabilität, dass es eben nicht irgendeinem Gruppenzwang hinterherjagt oder das nächste iPhone braucht, um cool zu sein, ja? Sondern dass es in sich lernt, in sich reinzuspüren, was ist denn wirklich wichtig. Ja? Und dann hat das Kind schon das Mut zu sagen, nee, da mache ich jetzt aber nicht mit. Oder hey, lass den in Ruhe oder ja, sich für andere auch einzusetzen. Und dann brauchst du gar nicht so viel mehr. Also wenn die Kinder von nach Hause kommen, ein irgendwie sich aufs Sofa setzen und kurz kuscheln und schauen, wie geht's euch und was bewegt euch, ja. Das ist so viel mehr wert, als wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, jedes Jahr ein Urlaub nach Amerika oder du weißt, was ich meine, ja? Ja, weil eben diese gelebten Augenblicke, um die geht's ja. Ja. Und das sind dann auch die Dinge, die in Erinnerung bleiben. Ne? Das sind diese Momente, wo wir eben gerade nichts erwarten, nichts hoffen, nichts befürchten. Und wo tun das Kinder? In den Armen der Eltern, ne? Und dann ist da dieses Klack und dann ist der Flow da. Das sind die Momente, die bleiben. Und spannenderweise ist es auch die Essenz des Yogas, also dass man ja eigentlich ohne Absicht einfach sich hingibt in die Bewegung oder einfach in gar nichts tun, wenn man jetzt meditiert. Ja. So spannend. Vorher hatte ich noch eine Frage, nämlich ich hatte gerade kürzlich so auch Menschen um mich, also ich selbst kann mich auch total gut mit Anthroposophie jetzt verbinden, ich lebe da auch, aber eben sehr frei und undogmatisch. Ich finde das Wort natürlich auch wunderbar, weil ich finde, das beinhaltet schon diese Freiheit für mich. Und ich hatte aber eben von vielen Frauen und Mamas oder auch Väter so mit Denken gegenüber halt so gewissen Philosophien. Und da finde ich eben, das muss jetzt gar nicht die Anthroposophie sein, es könnte ja auch das Yoga sein, es kann ja jegliche Philosophie sein, aber du scheinst mir eine Person zu sein, die sehr klar da ist. Und wie vermittelst du das jetzt auch, wenn jetzt jemand da so noch eine Frage hat, wie er das einfach für sich auch am besten herausfindet, sich halt wirklich das Beste halt rauszupicken und nicht so, nur weil ein paar Sachen vielleicht nicht perfekt aussehen, sich davon abzuwenden, wenn halt der Inhalt vielleicht einem sehr anspricht. Weil das war so, was ich gespürt habe, weil es gibt ja so Grundgesetze, also im Yoga oder Anthroposophie und andere Richtungen gibt es einfach, also auch in der chinesischen Medizin. Und wenn man sich ja da
genauer befasst, haben die ja sogar so Parallelen. Ja. Ich finde immer wichtig, also wir sind ja eigentlich als Menschen in dieser Gesellschaft, in der wir leben, sehr verstandesgesteuert. Und das heißt, wir bewerten ja auch sofort nach, also unser Verstand bewertet. Und der hat ja auch die Funktion, uns zu schützen und also ne, so vor irgendwelchen Gefahren und alles kritisch zu beleuchten. Das ist ja auch gut, aber wir haben, also unser Verstand, unser Denken ist ja mittlerweile mehr unser Herr, als dass es unser Werkzeug ist. Und was ich oft rate, ist, also es ist total wichtig, ein erstes Paket Vertrauen vorzugeben, vorzuschießen, ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, Yoga, ich weiß auch nicht, und mit dem Atmen und das ist so esoterisch, und aber irgendwas sagt mir, ich will es mal ausprobieren, dann zu sagen, okay, weißt du was, ich mache mir in meinen Kalender ein großes Ausrufungszeichen in 3 Monaten und bis dahin denke ich nicht drüber nach, sondern probiere es aus. Denn wir brauchen dieses Einlassen vom Herzen her und dieses Spüren, und dann kann der Verstand auch Ruhe geben, weil wir sagen, pass auf, ich habe es nicht vergessen, Verstand, in 3 Monaten darfst du wieder dich einschalten. Und bis dahin probiere ich es aus. Wow, und das kann man jetzt für irgendeine Situation machen. Das kann man nicht nur fürs Yoga machen, das kann man für etwas, was man eben selber sich, eben seinen Geist öffnen möchte. Ja, man kann es auch in einer Partnerschaft machen, wenn man überlegt, oh, und ich weiß nicht, und zum Beispiel jetzt, wenn man gerade sich neu verliebt und sagt, oh, ich bin mir nicht sicher und ob ich mich da einlassen soll, ich habe schon so viel Verletzung, dann zu sagen, okay, pass auf, Verstand, du darfst hier gern bei mir sitzen, nimm dir einen Keks, du darfst mach 1 Monat Urlaub und ich verspreche dir, in 1 Monat komme ich wieder auf dich zu. So, und dann probierst du mal 1 Monat aus, folgst mal deinem Herzen. Und danach, okay, wie war's? Oder wenn man denkt, oh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich lieber trennen, ja? Dann zu sagen, okay, ich gebe uns noch mal eine Chance, ein halbes Jahr oder eine Woche oder einen Tag, egal, ja? Man kann ja ganz kleine Schritte gehen. Und dann diesen Tag, dann spüren wir es noch mal einen Tag oder was auch immer. Weil oft ist es so, solange wir nicht, also gerade jetzt bei Trennung, ne? Solange es nicht klar ist, oft denken wir ja, oh, und ich weiß nicht, ob das noch klappt und vielleicht sollte ich mich lieber trennen, aber es ist noch nicht da. Also die eine Trennung hinter sich haben, also so eine richtige Trennung und Scheidung und all das, was da so zugehört, ja, das ist, wenn es kommt, ist es da. Und vorher ist es noch nicht reif. Und da kann man das auch verwenden. Man kann sagen, okay, ich weiß nicht. Und ich mache einen Monat oder einen Tag. Und dann lebt man halt Schritt für Schritt. Wir können ja eh nicht anders. Wir leben ja eh Schritt für Schritt. Wir leben ja gar nicht in einem Jahr. Ja, aber das denken wir manchmal. Das will man alles machen. Ja, und gerade dort, wo es ein bisschen herausfordernder ist, also mir kam jetzt auch gerade, also ich habe auch ganz viele Frauen, die eben Kundinnen, die dann auch sagen, ja, jetzt verändere ich mich und ich möchte meine Berufung leben und mein Partner versteht mich nicht. Und jetzt dachte ich, vielleicht können wir vielleicht hier auch nochmal sein Beispiel machen, aber es ist ja eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ja, ist das gleiche Prinzip, und auch da zu sagen, also einer ist halt der vorgeht, ja? Ah, ja, genau. Also worauf willst du denn warten? Und es ist ja auch nochmal so, das ist oft bei Männern so. Oder generell ist es ja so. Also wir wollen ja uns den Weg auch immer selber erobern. Mhm. Das heißt, einer geht voraus und der andere betrachtet. Und das darf er auch. Ja, der darf ja gucken, was passiert denn da? Und dann darf er irgendwann sagen, wow, das ist echt spannend. Du hast dich so toll verändert. Und dann kommt er hinterher. Aber immer mit dem, es ist seine Idee.
Wenn du ziehst, dann kommt er nicht. Aber wenn du sagst, okay, mach, was du willst, und dann irgendwann kommt er und sagt, boah, weißt du was, ich habe gedacht, das ist doch eine total gute Idee von mir, das auch zu machen. Ja? Das muss immer aus dem selber kommen. Weißt du? Ja, ich weiß es. Also ich habe jetzt eben, ich mache jetzt das dritte Jahr, mache ich einfach für mich so Projekt und Zeit für mich einfach jedes Jahr. Und dann mache ich manchmal gar nichts, manchmal reise ich einfach je nach Lust und Laune. Und jetzt eben kürzlich habe mein Partner gefunden, ja, das möchte er auch mal. Und ich habe doch dieses Jahr das schon für mich geplant. Okay, mal gucken. Dann wird das ja ein lustiges Jahr, ein Jahr voller Viehzeit für mich. Und habe gedacht, okay, ich lasse mich auch da drauf ein. Also, wo ich auch gemerkt habe, was für ein Glück, wenn man das dann auch wirklich frei entscheiden kann. Mhm, genau. Es ist immer diese innere Freiheit ist so wichtig. Ne? Weil dann kommt es wirklich, dann kann es auch dem eigenen Wesen gemäß sich entfalten. Ne? Das ist schon wichtig. Wow, ich war so berührt, so oft. Ich glaube, ja, wenn man jetzt möchte, darf man sich wirklich erlauben, dass das möglich ist, auch bei dir, wo immer bei dir noch ja, was ansteht, wo herausfordernd ist und du mehr Licht, mehr Leichtigkeit und Glück bringen möchtest. Gibt es noch irgendwas, was du heute den Frauen, Mamas oder vielleicht auch Männer, die sensitiv sind und heute zuhören, noch mitgeben auf dem Weg? Ja, also nochmal dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, probier es mal aus. Also gerade jetzt, diese Tage sind ja so kostbar gerade. Ne? Also gut, jetzt ist dann so der Anfang des Jahres, aber generell probier mal aus, diese vier Sätze dir selber gegenüber zu sprechen. Also dieses, es tut mir leid, bitte verzeih und ich liebe dich und danke. Also dieses Ritual, immer wenn irgendein Schmerz kommt, immer wenn irgendein Gedanke kommt aus der Vergangenheit, irgendetwas, was nicht gut gelaufen ist, wo du dich selber für verurteilst, immer wieder in dieses Ritual reingehen. Weil das verändert es, weil da so viel Liebe und Dankbarkeit und so viel eigene Vergebung dabei ist, verändert das ganz, ganz tiefe Gewohnheiten, die wir haben so tiefe Gewohnheiten von Schuld und Scham und von, wir sind es nicht wert, wir haben es nicht verdient, wir sind nicht liebenswert. Also so viel, was wir uns selber ja angeeignet haben oder was wir reingelassen haben in uns. Und das ist so ein gutes Gegenmittel, weil es sofort neue Verknüpfungen ermöglicht im Gehirn. Und zwar Richtung Freude, Richtung Glück, ja? Richtung Liebe, Richtung Freiheit, Richtung Mut. Also das ist der erste Schritt zu sagen, es tut mir leid, bitte verzeih. Also damit erkennen wir an, dass wir einen Schmerz haben und dann können wir weitergehen. Also das ist wirklich mein, ja, niemals vergiss niemals, dass du Freude und Glück und Liebe, dass du das an sich bist. Das ist deine Essenz. Das ist, ja, vergiss das niemals. Danke vielmals. Sehr gerne. Ich danke dir. Schön. War wunderschön mit dir. Ich danke dir und danke an alle Zuschauer. Und ja, ich kann nur sagen, schaut euch wirklich alle Interviews nochmal an. Du schaltest sie auch alle nochmal frei. Und es ist ein wundervolles Projekt, wundervollen Kongress, den du auf die Beine stellst. Wirklich. Vielen Dank dir. Danke. Viel Spaß. Danke. Alles Liebe. Tschüss.